Urs Fischer, der neue FCB-Trainer, setzt vorerst auf bestandene FCB-Spieler. Nur zwei neue in der Startformation. Außenverteidiger Michael Lang von GC gekommen und Innenverteidiger Daniel Höh, der Däne, kam von Odensee. Rückkehrer Zdravko Kuzmanovic vorerst nur auf der Bank. Er hat noch Trainingsrückstand, sitzt neben Luca Zuffi, auch er nicht in der Startformation. Dafür Yoichiro Kakitani, der unter Sosa kaum je zum Einsatz kam. Unbestritten bei Sosa und Fischer, Skelchen Gashi mit der ersten Chance nach zwei Minuten. Der Torschützenkönig der letzten beiden Saisons deutet bereits wieder Torgefahr an. Der FCB natürlich spielbestimmend in der Startphase. Faduz kaum über der Mittellinie, schon wieder kommt der Ball zurück. Embolo gegen Perkel und da war doch was. Schiedsrichter Scherer zeigt auf den Penaltypunkt. Klares Handspiel von Pavel Perkel. Allerdings ebenso klar vor dem Strafraum. Fehlentscheid, hätte Freistoß und nicht Penalty geben müssen. Captain Matthias Delgado ist's egal, er tritt an und trifft. Nach 10 Minuten führt der FCB mit 1:0, ein Start nach Maß für den Meister. Auf der Trainerbank zeigt Urs Fischer trotzdem kaum Regung. Er freut sich wohl innerlich. Matthias Delgado, der neue FCB-Captain, erster FCB-Torschütze der Saison. Wenig später hat Sandro Scherer wieder einen Zweikampf Embolo-Perkel zu beurteilen. Das Tackling korrekt, dann Kakitani und Embolo an die Latte. Aber da war er bereits im Abseits. Diesmal alles richtig beurteilt. Es dauert 20 Minuten, bis Faduz erstmals vor dem Basler Tor auftaucht. Neumeier, Messaoud, wirkliche Torgefahr ist das aber noch nicht. Zwei Minuten später, nochmals Messaoud, wieder mit dem Kopf, wieder nicht aufs Tor. Zahlreicher und zielstrebiger die Basler Angriffe. Kakitani, Embolo, schön, wieder Kakitani. Der Japaner deutet an, dass er mehr kann, als er letzte Saison zeigen durfte. Eckball Delgado, Kopfball Embolo, Jele und Höh fast mit dem perfekten Einstand. Dem dänischen Innenverteidiger fehlt im ersten Spiel für Rot-Blau nicht viel zum ersten Tor. Zuerst die glänzende Reaktion von Jele und dann trifft Höh nur die Latte. Noch ist nichts mit entspannt zurücklehnen. Der FCB führt zur Pause nur mit 1:0 vor 27.000 Zuschauern. Nach der Pause kommt Faduz etwas besser ins Spiel. Steven Lang völlig frei, vergibt aus aussichtsreicher Position. Ja, solange der Ball nicht aufs Tor kommt, kann er halt auch nicht rein. Gleich nochmals Faduz und dann muss Watzlik doch mal eingreifen. Urs Fischer reagiert, bringt nach 63 Minuten Zdravko Kuzmanovic für Matthias Delgado. Suchi wird neuer Captain und Kuzmanovic neuer Chef auf dem Platz. 72. Minute, Kakitani, Chaka, wieder Kakitani, Embolo, Tor, aber es zählt nicht. Abseits soll es gewesen sein, wobei eher gleiche Höhe beim Zuspiel von Chaka. Kakitani wohl nicht im Abseits, der Japaner zurückgepfiffen. Er zeigt aber ein gutes Spiel. Inzwischen auch Luca Zuffi eingewechselt. Von Gashi herrlich bedient, Zuffi kluges Zuspiel auf Kakitani und der krönt seine Leistung mit dem 2:0, 80. Minute. Yoichiro Kakitani, ja wird das mit dem FCB doch noch eine Liebesgeschichte? Jedenfalls scheint ihm Urs Fischer neues Selbstvertrauen eingeimpft zu haben. Der Japaner letzte Saison noch fünfmal von Beginn weg dabei, mit der Entscheidung, gleich danach wird er ausgewechselt. Bei Faduz für die letzten Minuten dabei, Moreno Costanzo, die IB-Leihgabe prüft Thomas Watzlik, aber der lässt sich heute nicht bezwingen. Nicht von Costanzo und auch nicht von Steven Lang. Die letzte Aktion des Spiels. Gleich danach ist Schluss. Urs Fischers Debüt als FCB-Trainer nicht glanzvoll, aber Pflicht erfüllt. Ein Spiel, zwei Tore, drei Punkte. Darauf lässt sich aufbauen.
Der Urs Fischer, neuer Trainer vom FC Basel und Quintessenz von dem Spiel haben wir gehört. Das Resultat wird ihn am Schluss ganz bestimmt freuen. Ja, also nicht nur das Resultat, also auch irgendwo der Auftritt von der Mannschaft. Wir haben nur 4 Wochen Vorbereitung gehabt, sind doch Spieler neu dazugestoßen. Der Staff ist auch ein bisschen neu zusammengesetzt. Das braucht noch seine Zeit, um sich zu finden. Nur haben wir keinen. Von dort her bin ich froh, dass wir heute gewonnen haben. Das ist natürlich ein sehr schöner Moment, vor allem auch, weil es das erste Heimspiel der Saison ist. Ich möchte auch im weiteren Verlauf der Saison gute Leistungen zeigen und mich aufdrängen, damit ich einen festen Platz im Team bekomme. Mag ihm gewinnen, dass er das Goal geschossen hat, aber es hat mir schon noch ein bisschen gefehlt, den Weg in die Tiefe. Also er hat mir noch zu fest den Böllen in die Füße wollen. Aber ja, ich werde ihm dann das persönlich beim Videostudium sagen. Ich habe noch nichts vom Penalty gesagt, der eigentlich ziemlich unberechtigt war. Ja, es ist Anfang der Saison, da dürfte sich jeder einzelne Akteur, der heute auf dem Platz war, auch noch ein bisschen verbessern.